Nach der Verleihung der Edgars, die das Who is Who der österreichischen Medienszene im Wiener Konzerthaus versammelt hat, hat sich MM Flash auf der gut besuchten Gala und das Volk gemischt, um Medienvertreter zum Thema Branchengewinner und Verlierer zu befragen. Am Donnerstag fanden sich die wichtigsten österreichischen Medien- und Werbemacher, angetan im feinen Zwirn, im Wiener Konzerthaus ein, um der jährlichen Edgar-Gala beizuwohnen. Agenturen und Medien heimsten zahlreiche Preise ein, doch der Mensch lebt nicht nur von goldenen Statuetten allein. Also wer profitiert derzeit eigentlich am meisten von der angespannten Branchensituation? Ich glaube, im Moment profitiert keiner, denn die Werbeinvestitionen insgesamt sind rückläufig. Das heißt, kein Kunde, kein Marketer möchte irgendwie weniger Budget zur Verfügung haben, um seine Marke zu inszenieren. Also im Moment profitiert keiner. Wir können nur die Menschen auffordern, ganz viel zu kaufen. Wir müssten gemeinsam den Tag des Konsums ausrufen. Jeder muss 200 Euro ausgeben, die er eigentlich nicht ausgeben muss. Und dann geht die Wirtschaft wieder nach oben. Dann haben wir wieder Werbegelder. Dann profitieren wir alle davon. Also ich glaube, dass in der jetzigen Situation diejenigen am meisten profitieren, die sich spezialisieren, weil es ist ja totales Durcheinander. Heute macht die Mediaagentur Kreativagentur-Job, die umgekehrt die Kreativagentur teilweise Mediaagentur-Job. Wir in der Online-Werbung merken es natürlich am allerstärksten. Letztendlich ist das Spiel so, also wir merken einfach klar, im Online-Bereich ist so, dass ja, es gibt extrem viel Inventar. Es gibt die alte Regel von Adam Smith, Angebot und Nachfrage. Was das betrifft, im klassischen Display-Bereich ist es ganz klar, dass sicherlich die Medienagenturen derzeit auch profitieren. Ist auch deren gutes Recht, ist eine Verhandlungsgeschichte. Auf Medienseite, wenn ich jetzt nur den Online-Bereich hernehme, kann man auch derzeit auch profitieren, wenn man ein bisschen mehr out of the box denkt und nicht nur immer sagt, ich möchte wieder pitchen, ein Angebot legen für, sage ich mal, die 50 größten Kunden in Österreich. Grundsätzlich sehe ich als größten Gewinner momentan die digitale Werbung oder die digitalen Medien. Natürlich alle, die in diesem Bereich relativ speziell unterwegs sind. Aus globaler Sicht ist es sicher Google, weil sie einfach auf allem sitzen, was in Zukunft Bedeutung haben wird. Aus lokaler Sicht haben wir Gott sei Dank eine gewisse Abschottung erreicht im Digitalbereich durch ungewöhnliche Formate, durch große Nachrichtenplattformen, durch eigenständige Entwicklungen. Aber natürlich muss der Markt aufpassen, dass in einer offenen digitalen Welt ja noch in Zukunft existiert. Es geht, finde ich, einfach darum, dass man, egal wie wir in dieser Branche, in der wir vernetzt sind, voneinander abhängig sind, einander befruchten können etc., in einer recht harten Zeit, in der wir uns bewegen, einfach darüber nachdenken, dass es vielleicht ganz gut ist, dass die Finanz zusammenbricht, weil man sich wieder darauf rückbesinnt, was Werte sind außerhalb des Profits. Und davon profitieren wir alle.